Als Jurymitglied das Feine ist, man kommt am Ende sozusagen des ganzen Prozesses. Also die Jugendlichen haben ja schon die Ideen ausgearbeitet und eben Pitches vorbereitet. Das heißt, man hört sich dann eben einmal die Geschäftsidee an, versucht da eben auch gutes Feedback zu geben. Bei den Pitches ist immer so ein schmaler Grat oder Balance zwischen eigentlich sehr, sehr gut vorbereitet zu sein, aber trotzdem noch authentisch zu wirken. Für mich ist ein Pitch dann erfolgreich, wenn man die Emotionen rüberbringt, die anderen inspiriert und wirklich mitreißen kann. Das Wichtigste ist, du musst eine gute Story haben und du musst wissen, über welches Problem du sprichst. Und das ist, glaube ich, das Nonplusultra bei diesen Sachen. Und wenn man das dann gut transportieren kann, dann hat man eh schon gewonnen. Im Grunde würde ich sagen, kann jeder wahrscheinlich auch Jurymitglied werden. Wichtig ist vielleicht, dass man ein bisschen Erfahrung auch in dem Bereich natürlich hat, dass man entweder schon länger auch in der Praxis arbeitet, vielleicht selbst eben Unternehmen gegründet hat, einfach diese Prozesse auch kennt. Ich hoffe, dass sie Motivation mitnehmen, dass sie eben sehen, dass man Dinge einfach anpacken kann und dass nicht irgendwie alles im 0815-Denkschema laufen muss. Man braucht andere Wege und man braucht neue Gedankengänge teilweise und das muss man einfach probieren. Ich finde es super wichtig, wenn man eben schon Erfahrungen hat im Unternehmertum oder eben diesen Entrepreneurship-Bereich, dass man sich auch die Zeit immer wieder selbst nimmt, um den Jugendlichen eben die Chance zu geben, zu probieren, auszuprobieren, zu üben und ihnen da eben wertvolle Tipps mitgeben kann. Also macht mit!